Immer öfter werden Schüler jetzt im Herbst in Quarantäne sein und das Mindeste, was wir schaffen müssen, ist Hefteinträge fotografieren, Tafelanschriebe fotografieren und das Ganze hochladen. Kein großer Act. Das sollten wir hinkriegen. In Teams unter dem Ordner Kursmaterialien können nur Lehrkräfte hochladen, aber unter Neu lassen sich sehr schöne Ordner machen, Hefteinträge, Arbeitsblätter und da können Schülerinnen und Schüler völlig unabhängig von der Lehrkraft systematisch die Fotos hochladen und dann ist das Wichtigste schon mal da. Denkt von dem aus, der länger krank ist, euch kann es auch erwischen. Üblich ist es ja heute, dass man mit WhatsApp sich dann irgendwann das Zeug irgendwie holt und es ist viel zu umständlich. Es gibt viel zu viele Ausfälle. Wir brauchen das systematisch in Teams. Zu jedem Fach gibt es ein Team und in jedem Team sind alle Hefteinträge drin. Und wenn das alles klappt, ist es einfach für sämtliche ein bisschen entspannter. Nutzt auch unter allgemein die Möglichkeit, was zu posten. Nicht nur Lehrkräfte können posten. Wenn ihr auf YouTube ein Video findet, das gut passt, postet es selber. Werdet aktiv. Wenn ihr eine Frage habt, postet die Frage hier. Ja, und nicht unter WhatsApp irgend. Ja, wenn es aktuell ist, macht man so unter WhatsApp. Aber so ein bisschen, wenn es thematisch passt, es natürlich eigentlich hier rein. Macht so ein Add-Zeichen, ja, an die Klasse, Add-Klasse. Und dann sehen es alle. Und wenn die Lehrkraft es nicht sieht, kann nämlich auch ein Mitschüler antworten. Ja? Und ein Mitschüler, der gut im Fach ist und der öfter eine Antwort gibt, der kann dann auch zur Lehrkraft gehen und sagen: Ich hätte gerne eine gute mündliche Note, weil schau mal, wie kann man hier schwarz auf weiß sehen, ja? Wie gut ich hier bin. Also ein bisschen gegenseitig helfen und da ist eigentlich im Klassenteam dieser allgemeine Chat eigentlich das Passendere, weil es thematisch sortiert ist. Also denkt die Klasse als Team. Ich weiß natürlich, es wäre schön, wenn der Lehrer die Hefteinträge hochlädt, der Lehrer die Tafelanschrieb hochlädt, der Lehrer alle Fragen beantwortet, alle YouTube-Videos hochlädt und so weiter und so weiter. Wir sind leider nicht perfekt, wir wären es gern, aber es ist nicht so und wir haben auch nur 24 Stunden, das ist das eine. Also wir können nicht, kann nicht versprechen, dass alle Lehrer alles leisten und Schule funktioniert nicht so, dass die Pfeile nur in eine Richtung gehen. Wir müssen auch lernen, dass man sich gegenseitig hilft. Ja, je nach Fach, wo bin ich gut, wo bin ich schwach, miteinander reden, miteinander sich mithelfen. Und das ist auch ein wesentlicher Teil von Schule. Ja, und auch ihr erklärt den Lehrern, dieses Hefteinträge hochladen, da kann ja die Lehrkraft sagen, mal 2 Wochen, ja, könnt ihr das bitte, ja, Schüler Nummer 1 machen und die nächsten 2 Wochen Schüler Nummer 2. Also wenn das vergessen wird, sprecht doch die Lehrkräfte an, dass sie zumindest die Arbeit ein bisschen koordinieren. Sie müssen nicht alles selber machen, aber koordinieren. Und das Ziel ist klar, wenn wir das so hinkriegen würden, dass alles Wichtige auf einem Fleck zu finden ist und wenn nicht, dann eben der Link, dann kämen wir durch diese vierte Welle wieder halbwegs hoffentlich, kann ja nicht, weiß ja nicht, wie es wird, hoffentlich halbwegs glimpflich durch. Die Feedbacks der letzten Wellen waren ziemlich gut. Ja, es hat bei uns digital besser geklappt als in so anderen, manchen anderen Schulen. Ich hoffe, dass wir das im Herbst wieder hinkriegen. Vor allem dank Online-Material.